Platz und Schiedsrichter Finzinger begründet seine roten Karten. Ja gut, das waren sonnenklar. Die erste rote Karte für Gaga war ein absichtliches Handspiel. Gaga war seit der 8. Minute mit Gelb belastet und absichtliches Handspiel ist eben auch eine gelbe Karte und somit ist es rot. Die zweite? Die zweite gelbe Karte, Spieler Tame war auch mit Gelb belastet seit der 45. Minute und 47. Minute wieder gelbe Karte, wiederum rot. Ausschluss. Ja, einiger Zündstoff. Wir werden gleich sehen, was das alles bringt auf alle Fälle.